Ich begrüße euch zu einem weiteren Tutorial zum Thema ET4 Veranstaltungspflege. Mein Name ist Svenja Reuschel, herzlich willkommen. Heute geht es um benutzerdefinierte Templates in ET4 für den Export von Veranstaltungen. Eine sehr häufig gestellte Frage dazu ist, wie man bestimmte Spalten für den Excel-Export einbinden oder ausblenden kann. In der Standardansicht Veranstaltungen, Termine werden natürlich nur eine bestimmte Auswahl an Spalten mit den Werten im generischen Grid geladen. Auch diejenigen, die nicht sichtbar sind, um diese unsichtbaren Spalten einzusehen oder gegebenenfalls hinzuzufügen, hier den Spaltenbearbeiten-Button drücken und die Spalten hinzufügen oder eben entfernen. Hier links befinden sich die aktuell nicht sichtbaren Spalten, auch mit den Daten, die dann jetzt hier noch hinzugefügt werden können. Nehmen wir also an, dass der zuständige Redakteur für den Export auch die Beschreibungstexte mit im Export aufnehmen möchte und darüber hinaus auch die Spalten Startdatum und Uhrzeit voneinander getrennt, also je in einer eigenen Spalte exportieren möchte. Die Ansicht Veranstaltungen, Termine plus Extrafelder bietet hier noch weitere Spalten, nämlich diejenigen, die in der Standardansicht nicht zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel der Beschreibungstext, der Name des Veranstalters und so weiter. Ich öffne jetzt hier in diesem Dialog mal die Spalten bearbeiten und entferne jetzt mir aus dieser Ansicht alle Spalten und füge jetzt die Spalten hinzu, die ich jetzt auch nur haben möchte für den Export. Fangen wir an mit dem Startdatum. Nennt sich hier Start-Time-Date. Und die Uhrzeit, Start-Time, Time und auch das Ende. End-Time-Date und End-Time-Time für die Ende-Uhrzeit. Die Bezeichnung. Und die Kategorien. Und die Beschreibung. Ich speichere mir das jetzt ab, wenn ich mir alle Spalten ausgewählt habe, die ich haben möchte. Und dann habe ich jetzt hier meine Felder, die für den Export jetzt bereit wären. Um dieses Template in dieser Ansicht Termine plus Extrafelder festzuhalten, also dass man das nicht jedes Mal neu zusammenklicken muss, gehe ich hier auf Templates, Templates speichern unter und gebe jetzt hier meinen Namen ein für dieses Template, mein Export-Template zum Beispiel. Speichere das ab. Das Template ist schon vorhanden, okay. Genau, aber ja, dieses Template ist im Prinzip schon gespeichert. Und das kann jetzt auch immer wieder verwendet werden. Wenn ihr jetzt wollt, dass dieses Template als immer wieder angezeigt wird, also als Standard angezeigt wird, dann muss das jetzt zusätzlich noch als Standard definiert werden. Ja, da klickt man dann hier dieses Sternchen dann noch an und dann wird das auch als Standard-Template definiert. Aber wichtig zu wissen ist, dass das jetzt hier nur für die jede Auswahl gilt. Ja, wenn Sie jetzt sich wieder neu einloggen, ist dann wieder Veranstaltung Termine der Standard. Wenn Sie da andere Spalten haben möchten, auch dort bitte ein eigenes Template anlegen. Zum Exportieren jetzt hier einfach nur Exportieren drücken und das jeweilige Template auswählen und dann werden die Datensätze dann entsprechend mit den Feldern exportiert. Bei Fragen hinterlasst gerne einen Kommentar oder gebt uns Anregungen, was wir noch für Videos produzieren können oder ruft uns an unter 099 4392 52 25 oder schreibt uns gerne eine Mail an support@hubermedia.de.